Start. Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge am Heutzer Freitag zusammen mit dem Boxer. Moin. Mahlzeit und zusammen sind wir das Team Salty Salty Beans. Beans. Ja, es war schon besser als vorhin. So, ich bin jetzt völlig retardiert angekommen am Händler. Wir haben bisher 12 weiße Schafe, das heißt, wir kaufen jetzt einfach noch mal ein paar weiße Schafe. Und haben 6.500 ausgegeben. So, jetzt ist hier Pflanzenschutzmittel drin. Okay. So. Hier abladen, Steuerung I. Wie hier Ablagensteuerung I. Bei dir geht das wie? Ich drehe hier am Rad. Was ist das denn schon wieder? Wo hast du Dieser abladen können? Unimog macht mich fertig. Och nein, du hast wieder in den Unimog geladen oder was? Nee, es war irgendwie noch Kalk im Unimog drin, wieso auch immer. Obwohl ich. Wir haben doch nicht mal Planken beim Unimog. Komisch. Du bringst deine Schaufel mit, ne? Nein. Immer noch nicht. Ach ja. Ich habe ja noch die Gabel dabei. Ich kann die auch nicht befüllen hier weiter. Die Feldspritze. Komm, schmeiß die 300 einfach ins Nirvana. Schmeiß sie an, mach sie irgendwo auf dem Feld an, lass sie leer laufen, damit wir düngen können. Dann haben wir halt 300 Liter verloren. Wir haben eh kein Geld mehr. Kacke. Irgendwie müssen wir was verkaufen, habe ich das Gefühl, Boxe. Weißt du, was ich jetzt mache? War jetzt diesen Grubber da verkaufen. Der stört mich die ganze Zeit schon. Welchen Grubber? Oder hast du den mitgenommen? Den habe ich schon verkauft gehabt. Dieses orangene Ding. Ja. Ja, das ist schon lange weg. Das Geld haben wir schon wieder ausgegeben. Boah, Mark, was soll denn das hier? Was machen wir denn nochmal? Also ab und an habe ich noch mal so kurze Lecks. Weiß auch nicht warum. Wobei auf Feld 35, ich bin ja auch ein Pingelkopf, ne? Warum? Auf Feld 35 sind noch so ein paar Stellen. Dann sind die gerade nachgewachsen. Das sehe ich leider gerade nicht. So. Balla. Schnell verschieben, 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 verschieben. Und bestätigen, wir haben neue Schafe. Passe ich dran vorbei? Man weiß es nicht. So. Was soll ich tun, Boxe? Was würdest du mir raten? Die Schafe erstmal zum Hof bringen. Oder hast du auch schon? Ja, das habe ich schon. Mein Gott, ist das heute unkoordiniert. Scheiße. Ja, ist Wahnsinn, ne? Also. Okay, wir könnten auch eine Runde hier mähen. Ein bisschen die Zeit nutzen. Ich Wo, mache wo mähen können wir wo? das. Du hast doch gesagt, es gibt noch was zu mähen hier. Ah, gegenüber, ja, dieses kleine Stückchen, ja. Ich lasse den Anhänger mal hier stehen. Warte mal, ich muss mal gucken, wo ich die. Ich lege jetzt auch mal unsere Gabel hier irgendwie an die Seite. Damit ich, Achso, wenn ich. den Kalk kaufen müssen wir aufladen. Ja. Boah, dauert das lange Oh, hier, das. Kack. Bis die Spritze entleert ist, dauert ja mega Ja, lange. die ist echt. Also eigentlich schön, weil sie sich nicht so schnell entlädt, aber. Wir Im haben auch gar kein Angesicht der Geld. Ich habe so ein Zeit. bisschen. Wir müssen jetzt langsam Geld reinholen. Ja, wir können Geld, ein schnelles Geld. Bitte, hat überhaupt funktioniert? Ja, schnelles Geld können wir machen, indem wir
etwas von unserem Stroh. Wir haben ja 120.000 Liter Stroh. Wo? Quatsch. Heu. Entschuldigung. Ich habe die Woche schon wieder Stroh und Heu ein und dasselbe für mich. Unser Heu könnten wir verkaufen. Ein bisschen davon. Kriegen wir immerhin 300 pro 1000 Liter. Statt. Warte, wie viel ist es denn beim Händler wert? Lass mal gucken. Blablabla. Ja, guck mal, beim Händler ist es aktuell nur 168 wert. Ein bisschen sollten wir noch für die Schafe haben, Ja, weil. ich spreche ja jetzt nicht von 100.000 Litern. Ich spreche tatsächlich nur so von vielleicht 40.000, zwei unserer zwei Wegelchen voll. Ja. Was hältst du Können wir vielleicht davon? die Karren tauschen? Die Karren tauschen? Ja, Weil natürlich. diese Plattform macht mich fertig. Wenn ich jetzt gleich was belade hier, da habe ich wieder hinten was drauf. Ja, bring vorbei. Warte, ich muss den hier nur schnell zusammenklappen. So. Ja, wer sich jetzt fragt, oh, das ist super realistisch, aber es geht nicht anders. Das gefällt mir gar nicht. Tauschen wir? Ja, ach so, ich Ach wollte dir so. noch Ach ankuppeln, aber ja, so. komm, dann. Wegen ja Wechsel, dachte ich. Ja, gut, können wir machen, kein Problem. So. Aber dann kann ich nämlich auch den Kalk, diesen Kalkhaufen da gleich wegmachen, weil ich habe das ja Ja. fabriziert. Ja, du, fabriziert, das kann man ja nichts für. Also, wenn der Unimog da einfach irgendwas erkennt, obwohl er hinten eigentlich nur, ne, Obwohl ich die eine vordere Platte Lade, die hat. hintere Ladefläche ausgewählt habe, also die Spritze. Wie gesagt, machst du manchmal nichts. Kann passieren. Ja, wenn die Zeit noch reicht, Boxer, wollen wir heute 40.000 Liter verkaufen? Ich versuche gerade mal, das heißt, wie viel kriegen wir denn? 300 pro 1000? Ah, ist auch nicht viel, ne? Sind nur 12.000, die wir dafür bekommen, aber immerhin 12.000 Euro mehr. Muss man einfach so sehen. Nee, warte mal. Stimmt gar nicht, oder? Oha, Flüssigdünger war sehr teuer. Oh ja. Wie viel hast du denn reingemacht? Bisschen viel, glaube ich. Hey. Ach, Gut, ey. ich glaube, wir werden einfach ein bisschen Heu verkaufen, Ja, ich glaube dass wir auch. uns die zweite Spritze leisten können. Und ich würde vorschlagen, wir verkaufen auch einfach den Tieranhänger. Dann haben wir einfach wieder ein finanzielles Puffer. Eine Frage, wie Ja. viel wird da noch reinpassen an Schafen? Wir haben jetzt drin 25, 24, 33, 42, wenn ich das gerade richtig gerechnet habe. Und 80, habe ich glaube ich gesagt gehabt, passen rein. Also ungefähr nochmal die gleiche Menge. Aber wir können uns für 5 Euro pro Schaf den Transporter beim Maschinenring leihen. Das ist jetzt auch nicht die Welt, die wir dann bezahlen müssen. Ja, es kostet echt gar nichts. Nee, deswegen. Aber ne, unser bringt jetzt noch knapp 15.000, wenn wir den zum Händler bringen. Die sollten wir mitnehmen. Das wird sonst immer nur weniger. Und dann kostet uns halt einfach 13 Schafe gehen, glaube ich, da rein. Der Maschinenring hat, glaube ich, den gleichen wie wir. Das lohnt sich einfach. Wenigstens so lange, bis wir das erste Mal geerntet haben, unser Ackergras hier. Dann haben wir ein paar Ackergrassamen. Sagt man Ackergrassamen? Ich weiß es nicht. Haben wir Ackergras und normales Gras? Und dann würde ich vorschlagen, verkaufen wir natürlich erstmal das Ackergras, klar. Und fangen ein bisschen an, Silage zu produzieren, damit wir einfach ein bisschen Silage verkaufen können, um noch ein bisschen Kohle zu kriegen. Ja. Das Ackergras sollten wir, glaube ich, schnell verkaufen, weil ich habe ein ganz ungutes Gefühl, dass die anderen darauf aufgehen werden oder in Teilen. Wir können ja gleich mal gucken, wenn ich hier die Wiese runter habe, sind nicht mehr so viele Bahnen. Gucke ich mal, was die anderen so angepflanzt haben, dann wissen wir ja schon mal, wie schnell wir da sein müssen. Ich hoffe auch, dass der Kurs so stabil bleibt. Na, wir schauen gleich mal. Wir haben ja noch ein paar Minuten.
Und dann sehen wir mal. Wobei wir schaffen es tatsächlich diese Woche nicht mehr, die Nacht zu überspulen. Oder den ersten richtigen neuen Morgen zu erleben. So, jetzt hoffe ich, dass ich die 35 schon düngen kann. Das wäre ein Traum. Bestimmt. Ja, die 35 solltest du schon düngen können, weil die erste Stufe schon draufsteht. So, Konsole brauchen wir nicht. Wir wollten hier hin. So, wir gucken mal ganz kurz. Ackergras, war das dunkle? Nee, was ich sehe, hat kein anderes Team Ackergras gepflanzt. Und der Preis liegt immer noch bei 2000, allerdings fallen, Boxer. Aber ist immer wieso noch fallen? Gut. Das verstehe ich nicht. Naja, fallen, ja gut, normale Preisschwankungen, ne? Kann ja mal passieren, dass der Händler plötzlich weniger bietet. Müssen wir mal gucken, wie tief es sinkt. Seitlich müssten wir ganz gut auskommen, also das, was wir jetzt geschafft haben, also... Bist du zufrieden mit unserer Arbeit bisher? Nee, das, also wie gesagt, alle Felder sind doppelt gedüngt, das ist gut. Unkraut könnte nochmal problematisch werden, wenn wir vorspulen. Ja, stimmt. Aber unsere Felder sollten morgen früh noch nicht direkt erntereif sein. Ackergras, haben wir festgestellt, braucht relativ lange. Und, also das ist, also das Problem ist, sehe ich momentan mit der Spritze, ne? Jetzt, also, ob wir da sagen, wir kaufen uns noch eine, also weil mit dem Striegel, jetzt mal ohne Spaß, das, wenn wir vorspulen, das bringt gar nichts. Weil wir ja, Striegel hätte ich halt nur vorgeschlagen, weil er günstig war und wir nicht so viel Geld hatten, ne? Jetzt haben wir sowieso gar kein Geld mehr, muss man ja einfach sagen. Wir sind fast bei null. Ja. Dann aber macht dafür auch der Striegel keinen Sinn. Geht's unseren Feldern gut, unseren Tieren geht's gut? Ja, absolut. Wir werden auch wieder aus dieser misslichen Situation rauskommen. Absolut, bin ich fest von überzeugt. Müssen wir halt nur das erste Mal ernten. Ist einfach so. Ah, ich überlege gerade, was. Ich weiß gar nicht, wie schnell Vermehrungsgras wächst und wie schnell hier das Getreide dann reif ist. Guck. Ja, das müssen wir mal sehen. Ich weiß gar nicht, auf was haben wir das Pflanzenwachstum stehen. Oh, das müsste ich gleich mal nachgucken. Ja, ich versuch's auch mal schnell. Steht das hier? Steht das hier? Steht das hier? Steht das hier? Wenn man wieder nicht weiß, wo man nachgucken muss, ne? Schwierigkeit, Wirtschaft einfach. Spritverbrauch normal, Kraftstoff. Ich sehe es immer noch nicht. Okay. Oder doch? Ne, doch. Pflanzenwachstum schnell. Wenn man bis zum Ende lesen würde, dann würde man es auch sehen. Ja, schnell. Das heißt, eigentlich müssten wir echt zügig ernten können, ne? Weißt du, was ich gerade überlege? Hm? Ah ne, wer braucht denn wohl einen Drescher? Ob man sich jetzt schon Drescher sichert? Drescher werden wir alle benötigen. Ja, aber wenn wir uns jetzt schon mal einen reservieren beim Maschinenring? Ist das möglich? Ja, bestimmt. Meinst du, die Regel führen wir jetzt ein? Ja, macht Sinn, ne? Bevor so irgendwie 10 vor 8 sagen wir ja, wir bräuchten einen Drescher. Ja. Oder? Vorher. Also. Ja, ja, jetzt, so in der letzten Folge. Wir zahlen ja nur pro Feld, ne? Also pro geernteten Feld. Ja, und wir wissen ja, andere lassen Drescher auch einfach mal stehen, weil sie keine Zeit haben, ne? Ja. Nee, ist richtig. Wir könnten uns mal überlegen, den Drescher dann schon mal kurz vor Durchspur in der Nacht einfach weil zu holen. Wir bräuchten ja auch nur ein Schneidwerk, ein Getreideschneidwerk, ne? Für beides? Genau, für beides, jawohl. Raum. Das machen wir so, weißt du? Mal gucken, ob der Drescher überhaupt schon wieder an Ort und Stelle ist oder immer noch woanders im Einsatz. Hier, ach, können wir schon in der Exit-Tabelle können wir doch reservieren, ne? Oder wie ist das? Ich weiß es gerade gar nicht, ob wir da den Drescher reservieren dürfen.
Wir dürfen auf jeden Fall schon in den Fermenter mitschmeißen. Beziehungsweise sind auf der Vormerkliste für den Fermenter. Ja, da müssen wir auch nochmal. Geht das jetzt wieder los? Was denn? Mit der Geschwindigkeit hier? Ja, ich merke so ein bisschen gerade. Wobei tatsächlich, eben als ich beim Händler war, konnte ich auch nicht. Aber das müssen wir beim nächsten Mal genauer erörtern. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.